Ich habe in meinem ersten Jahr im Minicamper so viele bekloppte Anfängerfehler gemacht. Ne? Die habe ich mal alle aufgeschrieben, habe mir immer überlegt, was ist eigentlich das Unnötigste, was ich so gemacht habe und was eigentlich auch alle Leute oder fast alle, viele Leute machen. Und rumgefragt, ja, was ist denn so das Bekloppteste, das bei euch im ersten Jahr so war? Was waren die Missverständnisse? Und davon erzähle ich euch heute. Ah. Den Punkt hatte ich gar nicht auf der Liste. Ach ja. Das ist übrigens auch ein Fehler, den ich am Anfang immer gemacht habe. Ich habe mir nicht zum ersten Mal jetzt in den Kopf gestoßen. Man unterschätzt halt, wie niedrig das hier ist, wenn man hier einsteigt. Ja, auf jeden Fall basiert dieses Video, alles, was ich jetzt hier erzähle, basiert auf Erfahrungen, die ich gesammelt habe und die meine Campingkolleginnen und Kollegen gesammelt haben. Und es geht nicht darum, sich über Anfänger lustig zu machen oder zu sagen, wie doof sind die oder so. Nein, das ist alles Zeug, das uns genauso auch passiert ist. Aber vielleicht führt es dazu, dass ihr bestimmte Fehler nicht machen müsst oder dass es für euch ein bisschen einfacher wird. Punkt 1, zu denken, man sollte auf jeden Fall immer irgendwen anders dabei haben. Und der Fehler, den ich dabei gemacht habe, ist immer auf andere zu warten, um loszufahren, um loszulegen. Man braucht nicht. Für viele Sachen braucht man nicht andere Leute. Ja. Nicht nur ich, das machen ganz viele andere Menschen auch. Die denken immer, die sitzen dann zu Hause und denken, ah ja, ich würde jetzt gerne das und das machen, darauf hätte ich Bock. Ich rufe XY an oder ich frage bei nächster Gelegenheit und dann haben die Leute keine Zeit oder sagen, ja, ich habe Bock oder dann klappt es doch nicht. Und wie viele von meinen Plänen deswegen einfach nie realisiert wurden und was ich da schon alles einfach nicht gemacht habe, weil ich immer dachte, ich warte noch auf jemand anderen, auf eine andere Person, um diese Sachen zu machen. Nein, gute Lektion ist, einfach machen. Man kann natürlich auch andere Leute fragen, aber es sollte einen davon nicht abhalten, diese Dinge trotzdem zu machen. Vanlife und Camping auf Feuer, Lichterketten und Grillen reduzieren. Also das ist irgendwie eine falsche Vorstellung. Die Leute denken immer, das ist das allererste, was sie sich kaufen müssen. Grill und Feuerschale und eine Lichterkette. Also es gibt diese Aspekte da drin auch, aber man sollte nicht den Fehler machen, diese Dinge darauf zu reduzieren, denn es gibt noch so viele andere Sachen, die dazugehören, die einfach nicht wegzudiskutieren sind. Sowas wie sich die Frage zu stellen, wie entsorge ich mein Abwasser, wie entsorge ich meine Sanitärkanister, wo fülle ich Wasser wieder auf, wo darf ich parken, wo darf ich langfahren, wo darf ich übernachten und so weiter. Das sind alles Dinge, welche Gesetze gibt es dazu, wie sieht es mit Wäldern und Waldwegen aus und wie verändert sich das, je nachdem, wo ich unterwegs bin, je nach Bundesland oder Land. Das sind Dinge, die zentral mit dazugehören und die einfach nicht außen vor gelassen werden können. Und wenn euch das interessiert, ich habe mal ein Video gemacht, wo ich alle diese ganzen Gesetze, Regelungen und ja, sagen wir mal Camping-Basics für Anfänger zusammengefasst habe. Das findet ihr dann hier oben. Denn was passiert, wenn man das darauf reduziert ist, man parkt irgendwie so, dass man zu viel Platz beansprucht, dass man Parkplätze von anderen Leuten belegt, dass man da den Unmut auf sich zieht, vielleicht laute Musik oder Campingverhalten auf Parkplätzen, die dann dafür sorgen, dass es Verbote gibt oder dass die Plätze gesperrt werden. Anwohner fühlen sich belästigt, andere Leute, die jetzt nicht gerade nur zum Campen irgendwo hinkommen oder weil sie ihre Fahrtauglichkeit wiederherstellen, wie Wanderer oder Gassigänger, die sind halt auch noch da. Das sind die Leute, mit denen man sich so diesen Raum teilt. Und ja, das ist dann halt eine Folge, dass man sich da unangenehm in die Quere kommt und eigentlich unnötig für unangenehme Situationen sorgt. Zu dem Punkt habe ich auf jeden Fall noch ein paar Tipps für euch, denn gerade hier Fähr- und Entsorgung, was ich vorhin erwähnt habe. Im Winter haben Campingplätze, haben die Versorgungsstationen an Campingplätzen übrigens meistens sind trotzdem nutzbar, auch wenn der Campingplatz oder der Stellplatz zu ist. Und ansonsten guckt ihr da einfach in Park4Night. Da könnt ihr direkt nachfiltern nach so Fähr- und Entsorgungsstationen. Man findet die auch über Google, wenn man da nach Wohnmobilstellplätzen guckt. Und ansonsten verlinke ich euch in der Infobox mal den Bordatlas mit den Fähr- und Entsorgungsstationen. Die sind da nach Postleitzahl geordnet. Aber solche und andere Infos findet ihr dann auch in dem verlinkten Video. Wichtig ist nur, dass ihr auf jeden Fall wisst, es reicht nicht, Grill, Lichterkette und so.
Dazu gehören halt auch noch ein paar Gesetze und sonst endet man nachher durch Zufall auf einem wunderschönen Parkplatz im Naturschutzgebiet und kriegt eine fette Strafe aufgebrummt. Da gab es schon einige Leute, die sich danach sehr geärgert haben. Und natürlich kann man sich auch denken, nee, ich stehe da trotzdem. Aber man sollte halt nur auf eine Entscheidung auf guter Informationsgrundlage treffen. Wenn euch übrigens solche Videos gefallen, mit solchen Infos, dann gebt diesem Video doch einen Daumen nach oben. Dann wissen wir wie immer Bescheid und machen sowas vielleicht häufiger. Ein Punkt, den ich noch erwähnen möchte, wir reduzieren Vanlife und Camping auf Lichterketten und Grillen. Feuchtigkeit und Kohlenmonoxid, noch so ein Klassiker, mit dem sich ganz viele Leute einfach nicht beschäftigen. Die benutzen Gasheizer und Gaskocher und wissen aber nicht, dass es genauso wichtig ist, sich dann um das Kohlenmonoxid hier zu kümmern und mit dem Lüften und so. Wenn euch das jetzt interessiert und ihr denkt, shit, habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, hier oben ist ein Video verlinkt. Diese bescheuerte Kartusche. Nee, jetzt geht's. Man sollte vielleicht das Ventil schließen, wenn man so einen Kocher anschließt. Der nächste Punkt, alles totplanen. Das ist auch meine Achillesferse. Aber es sorgt halt dafür, vor allem, wie ist denn jetzt hier, wie macht man das denn an? Muss man das mit dem Feuerzeug anmachen? Ich habe, glaube ich, gar kein Feuerzeug mehr. Na dann suche ich mal, ob ich noch ein Feuerzeug habe, sonst kriege ich nämlich heute keinen Kaffee. Auch so ein Ding. Ich habe eigentlich immer hier so ein Säckchen. Das ist jetzt kein Anfängerfehler oder sowas, aber ich habe immer so ein Säckchen mit allem möglichen Zeug dabei, was man mal brauchen könnte. Feuerzeug unter anderem, Oropax, falls man mal einen schnarchenden Camper irgendwie mit auf dem Parkplatz stehen hat. So, versuchen wir doch mal, ob das geht. Ja, geht. Ah ja. Tja, und ansonsten dieser Punkt mit alles totplanen und sich zu viel auf die To-Do-Liste packen und am besten irgendwie, wenn man einen Roadtrip macht und unterwegs ist, bei seiner Tagesplanung, einfach 3000 Punkte drauf zu haben und keinen Raum mehr für spontane Überlegungen, Planänderungen oder sonst was zu haben. Ja, ist scheiße, weil ja, du kannst ja nicht vorher wissen, was dir alles passiert, was du alles siehst, wenn du vor Ort bist. Manchmal ist es auch cool, Pläne einfach zu ändern oder so. Und ist ein Fehler, den ich die ganze Zeit mache. Aber glaube ich, kennen glaube ich viele Leute, die reisen, dass sie sich dann, dass sie nicht die Zeit, dass sie das Gefühl haben, sie wollen die Zeit nicht verschwenden und irgendwie sinnvoll verbringen, aber ja, so ein bisschen Flexibilität in der Tagesplanung und diese Freiräume zu haben, das ist was, wo ich sagen kann, das ist besser. Ein anderer klassischer Anfängerfehler ist, zu viel Zeug mitschleppen. Und da meine ich jetzt nicht nur sowas wie Lebensmittelkonserven oder so mit. Ja, es ist auch gut, wenn man jetzt irgendwo in die Pampa fährt oder so, dass man da halt ein bisschen Essen dabei hat. Aber ich meine wirklich so übertriebene Sachen. Habe ich auch in einem anderen Video schon mal gesagt, so das Equipment, das direkt wieder irgendwann rausfliegt bei Campern oder als erstes wieder rausfliegt. Ja, 12 Tomatenkonserven braucht man nicht. Und das Gleiche gilt so für bestimmte Arten von Kleidung, je nachdem, was man so macht auf seinen Reisen. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nie auf die Idee kommen, mir für jeden Tag Wechselkleidung einzupacken. Und finde das auch übertrieben. Klar, muss es nicht tragen im Camper, man fährt es ja durch die Gegend, aber andererseits stellt man sich den Raum auch einfach zu. Du brauchst jetzt nicht irgendwie noch ein paar High Heels einpacken oder eine Bluse, wenn du irgendwie wandern gehst oder so. Und es gibt auch Waschmaschinen da, wo man hinfährt und all diese Dinge. Auf jeden Fall braucht man am Ende sowieso nicht alles. Ich habe das so oft schon gehabt, dass ich dann meine Taschen zu Hause wieder ausgepackt habe und die Hälfte der Sachen nicht gebraucht habe. Wenn man Rucksackreisen macht, ist das auf jeden Fall was, was man lernt, dass viele dieser Dinge, die man mitschleppt, dass man die gar nicht braucht. Und das gilt hier auch für. Und auch so unnötige Gimmicks oder unnötiges Equipment, wo man denkt, das könnte ich noch gebrauchen, das könnte ich noch gebrauchen. Und das meine ich jetzt nicht sowas wie das Feuerzeug, das ich jetzt ja wirklich noch gebrauchen konnte, sondern Schallplattensammlung, Familienfotoalbum, sowas. Weil wir bereiten uns alle nicht auf die Apokalypse vor. Läden haben noch geöffnet und meistens hat man nach ein paar Tagen auch wieder Zugang zur Zivilisation. So, an der einen Stelle hat man dann zu viel eingepackt und an der anderen nicht genug. Was sind so die klassischen Fehler, wo man nicht genug einpackt? Wenn das Wetter regnerisch ist, wenn es matschig ist, wenn es kalt ist. Dann hat man meistens nicht genügend Wechselklamotten dabei. Zum Beispiel Klassiker, Schuhe zum Wechseln. Wenn man in nassen Schuhen irgendwo rumrennen muss und man hat keine warmen Füße,
Das ist zum Kotzen. Oder man hat keine Wechselklamotten für nach dem Regen oder was. Oder wenn alles doch matschig ist. Oder wenn man geschwitzt hat beim Wandern. Also zumindest irgendwie dran denken, dass für die Aktivitäten, die anstehen und für das Wetter, das ansteht, dass man da was dabei hat. Und es gibt nichts Nervigeres, als wenn es kalt ist, wenn man Hunger hat oder, keine Ahnung, was noch nervig, wenn man keinen Kaffee hat. Das Problem haben wir Gott sei Dank nicht, weil uns nämlich so viele Leute auf Ko-fi unterstützen und uns die ganze Zeit Geld für Kaffee schicken. Vielen, vielen Dank. Und ja, Henning kriegt auch Tee. Wenn euch Kaffee-Content gefällt oder solche Tipps oder weiß ich nicht was, oder generell, wenn ihr einfach gut findet, was wir machen oder so, wenn ihr weiter wollt, dass wir es machen, gebt dem Video doch einfach einen Daumen nach oben, denn dann freuen wir uns sehr. Noch ein klassischer Anfängerfehler, dessen ich mich auch schuldig gemacht habe, ist zum Beispiel das falsche Equipment mitnehmen. Das bezieht sich unter anderem auf solche Sachen wie Schlafsack, hatte ich am Anfang auch nicht. Wurde auch nachts ein bisschen kalt. Auch später, wenn es dann noch viel kälter wird und der Schlafsack ist nun drei Jahreszeiten Schlafsack, wird es auch kalt und unangenehm. Und dazu gehört natürlich auch sowas wie die richtige Kleidung mitzunehmen, dass man weiß, wann man Funktionskleidung braucht und Zeug, das die Flüssigkeit vom Körper wegleitet und wann man irgendwas braucht, was Flüssigkeit aufsaugt und dass man irgendwie sich damit beschäftigt, welche Materialien auch noch wärmen, wenn sie nass sind. All solche Dinge sind beim Camping oder wenn man irgendwie draußen unterwegs ist, sind auf jeden Fall relevant. Und ganz wichtig, die Nummer mit dem richtigen Gas. Also ich glaube, das ist eines der zentralsten Teile des Equipments. Nicht nur, weil das dafür sorgt, dass ich meinen Kaffee kochen kann, aber generell, dass man Essen kochen kann, dass man seine Heizung gegebenenfalls darüber betreiben kann. Jetzt zum Beispiel auch hier wieder die kleine Kartusche, die 250er ist, hat nicht funktioniert, ist einfach zu kalt dafür. Und dass man dann halt sowas wie das Wintergas dabei hat oder ein Propan-Butan-Gemisch. Einfach darauf achten, das richtige Gas zu haben. Komplett off-topic kann ich euch ein Kochvideo empfehlen. Es wird zwar kein vegetarisches Essen gekocht, aber es ist eigentlich egal, was gekocht wird. Und zwar, ich glaube, Sturmwaffel heißt der. Der kocht mit Annie the Duck. Das ist das lustigste Kochvideo, das ich je gesehen habe. Verlinke ich euch hier oben. Der nächste Punkt ist nicht berücksichtigen, wie lange Dinge dauern, wie anstrengend sie sind in der Realität und um wie viel Zeug man sich eigentlich alles so kümmern muss. Dazu gehört sowas wie Wasser erstmal wieder auffüllen bei so einem Auto, ein Auto packen, das ganze Gepäck da rein, Müll, wo werde ich meinen Müll los? Das sind alles so Dinge, um die man sich in der Form zu Hause nicht so kümmern muss. Und das dauert alles wirklich lange, wenn man unterwegs ist. Und dann unterschätzt man das zeitmäßig auf jeden Fall. Und auch, weil es anstrengend ist, ne? Sehen Sie nun eine Protagonistin, die ein bisschen nach vorne geht und die Welt genießt. Ja, unterschätzt man auch, wie anstrengend das manchmal sein kann, so ein YouTube-Video zu drehen. Zum Beispiel das Auto vorzubereiten. Nicht nur das ganze Gepäck da reinzukriegen, sondern auch zu wissen, sind meine Reifen aufgepumpt, muss ich noch tanken? Was darf ich nicht vergessen? Weil vielleicht, wenn ich den Strom vergesse, ist es schlecht, ne? Ohne Strom unterwegs. Und habe ich genug Kaffee? Man unterschätzt das, weil man denkt, ah ja, das mache ich dann so nebenbei. Aber da geht manchmal schon, auch wenn man sowas wie Wäsche waschen muss oder zum Beispiel irgendwie Dinge besorgen muss oder weiß ich nicht was, da geht so ein halber Tag, geht da locker weg. Einfach nur, um seine Basic-Infrastruktur zu schaffen, die zu Hause immer da ist. Der nächste Punkt ist, sich überschätzen und überfordern. Und zwar, was die Menge der Kilometer angeht, die man an so einem Tag abreißen zu können. Und wie viele Orte man an einem Tag besuchen kann. Wenn man so einen Roadtrip macht, dann denkt man, ah ja, das ist doch nur eine Stunde weg oder so, da fahre ich auch noch vorbei. Aber das klingt immer nur alles so schaffbar. Aber während man das sich um alles so kümmert und dann rumreist und so, dann ist das irgendwie viel mehr, als man so denkt auf dem Papier. Und das ist auf jeden Fall ein Anfängerfehler, den ich auch immer mache. Und so ein klassisches Ding, was man immer macht, ist sich überschätzen, wie lange Sachen dauern und wie anstrengend sie sind. Zum Beispiel, dass man meint, man müsste, weiß ich nicht, wie viele hunderte Kilometer, tausende Kilometer am Tag abreißen. Und das denkt, ja, das schaffe ich doch locker. Aber wenn man bei so einem Roadtrip unterwegs ist und das eigentlich dann jeden Tag macht, quasi oder fast jeden Tag, und dann auf dem Papier seinen Plan macht und sagt, ah ja, der Ort ist ja nur eine Stunde weg, den Ort will ich auch noch sehen und das mache ich an dem Tag auch noch. Und dann muss ich mich noch ums Wasser kümmern und das klassische Anfängerfehler, den ich auch immer mache. Ich schaue mir zu viele Kilometer auf die Liste und denke, ah ja, das schaffst du noch oder die Dinge willst du heute an dem Tag alle noch sehen und erledigen und so. Wenn man im Urlaub ist und so Roadtrips macht, ja, man will viel sehen, aber
nicht ganz so viel draufpacken, ein bisschen weniger. Punkt 9, den falschen Stellplatz wählen. Also, es macht einen riesen Unterschied, ob man an so einer Böschung, an so einem Hang steht, bisschen windgeschützt, dann fühlt sich das im Wagen nämlich zum Beispiel viel, viel wärmer an, als wenn man ganz frei irgendwo auf einer Fläche steht, wo sehr viel Wind ist. Dann kann es die gleichen Temperaturen haben und es ist sehr, sehr viel kälter im Wagen. Das so bei der Stellplatzwahl oder bei der Parkplatzwahl ist auf jeden Fall, da kann man viele, viele Dinge falsch machen, wo man dann nicht versteht, warum ist das jetzt so scheiße. Wenn man am See steht, die Feuchtigkeit, die dann davon mit zusätzlich aufsteigt, macht das Gefühl auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen kälter. Wenn man sich mit seinem Wagen unter einen Baum stellt, dafür muss es noch nicht mal regnen, aber es ist unfassbar laut, wenn dann die Früchte und Eicheln und Tropfen vom Regen oder sonst was da runterfällt, selbst nur die Blätter, da denkt man manchmal, krass, ey, es will einer ins Auto einbrechen, aber es sind nur die Geräusche von dem Zeug, das da vom Baum fällt. Es ist auf jeden Fall sehr laut, wenn das so aufs Karosseriedach runterfällt. Noch ein Fehler, Parkplatz zu nah an der Straße wählen oder an einem Parkplatz, der sehr nah an einem McDonald's ist. Denn die meisten Leute fahren dann zu diesem Parkplatz und essen ihren Quatsch da. Ich habe zum Beispiel mal direkt neben so einem Mülleimer geparkt oder vor so einem Mülleimer, Metallmülleimer. Und das war in der Nähe von einem Wald. Und dann haben sich die Tierchen dann nachts erstmal ihr Futter rausgesucht und ordentlich randaliert. Das war ziemlich laut und ich wusste nicht, versucht jetzt gerade jemand ins Auto einzubrechen oder was ist das? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Tiere so unfassbar laut sein können. Und dann musste ich den Platz wechseln, weil die ließen sich nicht verscheuchen und erschrecken oder sonst was. Es ging einfach immer weiter und es war sehr gruselig. Man gewöhnt sich da dran. Ihr gewöhnt euch da auch dran. Falls euch interessiert, wie ich meine einsamen Stellplätze finde, hier oben findet ihr das Video. Da verrate ich alle, nicht alle Tricks, aber die besten. Der letzte Punkt, sich die ganze Zeit Angst und Bange machen, sich verrückt machen, vor allem wenn man alleine unterwegs ist. Zu denken, ja, nachts kommen die Räuber, die Einbrecher, die brechen hier ins Auto rein und wollen irgendwas stehlen oder wollen einen angreifen. Das war auf jeden Fall der allergrößte Fehler, den ich die ganzen ersten Monate lang gemacht habe, dass ich immer dachte, ich muss abchecken, ob es irgendwo eine Gefahr gibt. Und da kann man sich ganz viel Spaß an der Sache mit versauen, indem man sich verrückt macht. Klar heißt das nicht, dass ihr nicht aufmerksam sein sollt oder wirklich Gefahreneinschätzungen bei Situationen betreiben sollt. Aber das ist vielleicht auch was, was man als Anfänger nicht abstellen kann. Ich kann nur sagen, in den allermeisten Situationen ist das sehr weit entfernt von allem, was da in der Situation passieren wird. Und ja, da würde ich sagen, kann man ein bisschen weniger davon machen. Und ansonsten sollte man einfach genügend Kaffee zur Beruhigung an Bord haben. Und das geht bei uns zum Beispiel, weil ihr uns die ganze Zeit unterstützt. Ihr gebt uns hier und da gerne mal einen Kaffee aus und deswegen trinken wir jetzt einen Kaffee auf euch, auf alle Kofi-Supporter, alle, die sich mit Namen da auch irgendwie eingetragen haben und natürlich auch an alle von euch, die anonym bleiben. Henning trinkt einen Tee auf euch. Dankeschön. Jetzt würde mich mal interessieren, was sind denn aus eurer Sicht die größten Anfängerfehler, die ihr gemacht habt am Anfang? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare, was ihr rückblickend als eure Anfängerfehler einordnen würdet. Ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist schon Verstauder. Der Mann hinter der Kamera ist Westerkamp. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder.